Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Gut, dann gehen wir mal im Discord rein. Sobald wir hier die ersten haben, könnt ihr gerne Fragen stellen. Hallo? Hallo? Hi, Bro. Du bist erstmal Vorstellungsrunde. Woher kommst du? Wie alt bist du? Ja. Was machst du so? Also, ich bin der Massimo. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Köln. Köln. Ich gehe noch zur Schule. Oh. Und ich bin Sub im 31. Sehr gut, Bro. 31 Monate. Bist du kölscher Jungbischer? Bist du Köln-Fan? Schwierig. Er wird wahrscheinlich jetzt viel Chat-Hate, aber Bayern, soll ich sagen. Okay. Ja, also es ist jetzt so, bei Eli ist mir das alles ein bisschen klarer, aber jetzt, das geht eher an Willi und Sydney. Und zwar so, was sind jetzt eure Ziele so in der Zukunft? So, was geht so mit Frauen, also so familiengründenmäßig? Ich weiß, ihr seid beide ein bisschen gebrochen, vor allem Willi. Sydney, auswandern. Schwierige so ist ja vielleicht auch wieder so ein Thema. Also, interessant. Dritte, ob du in Deutschland bleiben willst, ja, wie es aussieht, allein, mit Familie, mit Frau. Na, also allein wegen meinen Verpflichtungen werde ich in Deutschland bleiben. Allein wegen Delay Sports schon. Sehr gut. Sehr schön. Ja, okay. Ihr habt bei VitaWelt, AlleWelt, Meetings, dass wir das immer machen können. Sehr gut. Auf entspannt. Ist das eigentlich wichtig, dass ich in Deutschland bin? Deswegen habe ich auch eigentlich nicht vor, auszuwandern. Und Frauen? Und weitere Frauen? Themen? Ja, ich bin eigentlich offen wie immer. Bin jetzt nicht auf der Suche. Und bist du verliebt? Auf damit, Mann! Bist du verliebt? Nee, er ist nicht verliebt, aber da ist eine Dame. Entweder. Ich mach mir damit noch nicht den Kopf. Aber langsam, Sydney. Ja, ich werde. Bist schon fast 25, langsam, Kollege. Ne? Wie bitte? Bist schon fast 25. Ja, wir kommen wirklich in die Jahre, Jungs. Ich und Willi werden dieses Jahr 25, Eli wird dieses Jahr 26. Das ist krass. Heiß ist krank. Also bis 30 muss da irgendwas eingetütet sein bei mir auf jeden Fall. Also ich weiß. Digga, Kinder bis 30. Nein, bei mir eingetütet bis 30. Fertig. Keine Ticket, aber also, scheiße, wenn warte mal, willst du eine Frau bis 30 haben? Ja, ja. Mit heiraten? Mann, du musst mit heiraten? Was verstehst du darunter? Muss nicht mal bei mir. Ja, aber Kinder? Ich finde Heirat nicht so wichtig. Ehevertrag. Kinder auch. Die Prozente. Ab 30 oder wenn... Ja, mal gucken, wie lange. Okay. Ich würde nicht zu früh Kinder wollen. Also bis 30 willst du eine feste Freundin haben. Das Ding ist, es wird meine erste Beziehung sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich gleich Kinder habe. Hast du schon mal zu einem Mädchen "Ich liebe dich" gesagt? Nein. Am Ende will ich nach einem Jahr habe ich keinen Bock mehr darauf. Kann ja sein. Oh. Dass ich kein Mensch bin dafür. Ja. Denn am Ende Notfallplan mit 40, dann habe ich mir eine 20-Jährige. Mach den Bänder. Okay. Nico? Vielleicht muss man mal ausholen. Ja. Willi, erzähl den Leuten, weil daraus wird ja ein YouTube-Video gemacht, wie bist du zu diesem notgeilen etwas geworden, damit du es mal ausholen kannst. Nein. Also, ich bin ja, wie ich Sydney gesagt habe, ich bin ja mittlerweile 24 und die Knochen werden älter und auch ich merke halt, dass ich halt nicht immer das Tempo gehen kann. Was du momentan fährst. Das ist nur das Pensum. Und ja, ich habe auch, man lernt ja immer heutzutage ein paar Menschen kennen und wie sich das entwickelt und wie ich das nach außen kommuniziere, ist noch eine Frage, weil das soll ja dann so nicht einfach random sein, weißt du? Weil ich stelle ja quasi dieser Frau, ist meine Denkweise auch so wie meine Familie vor. Ich würde meiner Familie nicht irgendeiner Frau vorstellen. Ja. Und genauso würde ich das auch nicht den Leuten da draußen oder euch draußen, würde ich nicht einfach eine random Frau vor die Kamera setzen und sagen, so, das ist meine Olle. Das passt dann. Das passt. Ich verstehe es. Da muss ich mir zu 99,99% sicher sein. Und wenn das erst nach 3 Jahren oder 2 Jahren ist, wo ich dann sage, das ist es, dann ist es das. Fußballtechnisch, ja, probiere ich gesund zu bleiben und gucken. Ne? Kurze Intervention, vielleicht kurz. Ja. Also es gibt ja viele, sag ich mal, wie heißt es, geldgeile Frauen. Ja. Leute, die sich mit 20 und 80-Jährigen klären, wegen Charakter. Ja. Nur welche. Ihr seid ja gute Geschäftsmänner, so. Es liegt ja auf der Hand. Wie sieht's auch vielleicht bei Eli, wie sieht's da vielleicht mit einem Vertrag aus?
Ehevertrag. Achso, Ehevertrag. Anscheißerfrage. Ja, ich will, also, das ist eine gute Anscheißerfrage, aber ich habe Melina auch schon oft. Also er meint, wenn man heiratet, dann ja, ne, wegen. Aber bei dir ist scheiße die Situation. Bei mir ist Kacke. Ja, bei mir aber ist top. Bei dir ist top. Wenn ich ihr wäre. Top. So, also einen Vertrag machst du ja. Ich glaube, bei mir wird es vertragslos. Ja. Also gleichstehen, also wenn, viele wissen es nicht. Also wenn man heiratet und sich dann scheidet, man hat keinen Ehevertrag, dann danach wird das Vermögen von beiden zusammen 50-50 gemacht. Wenn die Frau oder der Mann drauf besteht, rein theoretisch könntest du es, sagen wir mal, angenommen, okay? Angenommen, Melina und ich heiraten und ich hoffe natürlich nicht, wir trennen uns dann und wir haben keinen Ehevertrag, dann würde es beiden Seiten zustehen, 50-50 zu haben. Aber Melina könnte auch sagen, oder ich, die Person, ich will nicht 50-50, sondern ich bekomme meinen Teil, so, den ich da jetzt verdient habe. Also, weißt du, was ich meine? Also, Stuhlwackel. ich weiß, was du meinst. Es wär, rein, um es abzusafen, könntest du sagen, okay, machen einen Ehevertrag, aber ich vertraue der Person, Melina, schon sehr doll. Also, ich wollte gerade sagen, ihr seid ja, ich glaube nicht, also Mel ist ja nicht jetzt wegen deinem Geld da bei Sydney und bin ich gleich anders. Vor dem Ganzen. Ja, Melina, weißt du, Melina, genau. Das ist der Punkt, der das Ganze so, würde ich gar nicht so großen Diskussionsstoff bringt. Denn, genau. Das, was jetzt bei mir oder Sydney kommen würde. 100 pro Vertrag. Ja, bei mir, ich will einen Knebelvertrag. Ja, ich am Ende mit uns rauskommen. Also bei euch vielleicht beiden. Vielleicht eine gute Idee. Bei euch beiden Safe-Vertrag, sonst ist es schwierig so. Du weißt nicht ganz genau. Also klar, denkt man dabei nichts Böses so. Auch so an meiner Stelle könnte man sowas machen, aber ich vertraue Melina schon sehr doll, aber bei euch beiden ist noch nochmal aber eine andere Situation. Ich habe eine Frage bei Sydney angenommen, die sagt, du willst einen Ehevertrag, ne? Sie sagt, du willst einen Ehevertrag. Also du sagst, du möchtest einen Ehevertrag. Und dann sagt deine Frau, nö, als Argument, vertraust du mir nicht? Ja, du glaubst ja gar nicht, dass wir bis zum Ende unseres Alter uns also lieben. Was sagst du dann? Ja, das ist halt da macht das doch gar keinen Sinn. Es ist halt wirklich ein bisschen hintergehen so. Weil man heiratet ja, wenn man denkt, dass man für immer zusammen bleibt. Ja. Aber man will trotzdem so sich Sicherheit haben, ja, genau, weil genau was passiert. Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Was würdet ihr denn machen? Vielleicht eine Idee. Also was würdet ihr machen, Chad? Wenn ich mit meiner Frau so weit bin, dass ich die heiraten möchte, dann wäre es voll schwer für mich, das rüberzubringen, so, ja, Schatz, falls was passiert, müssen wir halt sowas machen, ne? Das wäre für mich voll kacke. Die meisten sagen Vertrag. Ja, natürlich, aber mach das mal. Ja, wenn du schon so weit mit der bist, dass du heiraten willst. Ja. Schwierig, der das dann so. Weil dann gehst du direkt mit dem Gedanken oder gibst das Gefühl, dass du denkst, da scheitert. Aber ich sage, es steht ihr zu, aber sie muss es nicht rein theoretisch, ja, weißt du? Wenn Ehekrieg ist. Wie ja, kommt drauf an, was du gemacht hast. Wie oft hört man sowas? Ich sag, der Mensch zeigt immer seine schlimmste Seite, wenn er verletzt ist und aus Emotionen handelt. Glaubst du? 100%. 100%. Die Emotionen. Ja, die Emotionen. Aber man hat ja dann auch vielleicht so. Ja, ich weiß nicht. Rachsucht oder dieser Rachefeld ist ein ganz schlimmes Ding. Glaub mir, ich habe schon ganz viel durchgemacht. Ja, na gut, Massimo, ich hoffe, wir konnten dir deine Frage beantworten. Wir haben hier noch meine Freunde, ich küsse eure Herzen. Noch auf viele weitere Mone, meine Freunde. Wir küssen dein Herz, Bro. Ciao. Ciao, ciao. 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 Also, Massimo war ein super 31er. Massimo, super 31er. Hast du gut geschmiedet. Guter Mann. Guter 31er. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's? Wie alt bist du? Willkommen zu. Ich heiße Nathalie. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Flensburg. Flensburg, da kennt sich Sydney aus, der hat auch ein paar Punkte auf jeden Fall. Hast du schon ein paar? Ja, aber weiß nicht, wie viele. Aber viele? Ich weiß auch nicht, wie viel man darf. Wie kommt es, dass du die Streams guckst? Früher durch meinen Freund. Ah. Früher. Früher durch meinen Freund, achso. was ist deine Frage, Nathalie? Welche schlechte Angewohnheit würdet ihr gerne loswerden? Bei uns, also, achso. Oh, das ist eine gute Frage. Bei uns, was ich mir, Angewohnheit oder Eigenschaft? Beides. Ja, also Eigenschaften sage ich, bin voll ungeduldig und ich bin Hitzkopf. Ein Hitzkopf und ungeduldig, das ist bei mir immer so das Problem. Angewohnheiten, was sagt ihr, Chat? Bei mir Angewohnheiten? Katzen die Kamera halten. Nein, das ist voll süß. Das ist schön, das ist cool. Der, wenn ich überlegen, was würde ich machen, Angewohnheit? Dazwischen reden? Ja, Zündschnur? Nö, die Zündschnur ist wichtig. Müll liegen lassen. Lost halt. Meine O-Beine. Nein, das würde ich. Ist aber keine Angewohnheit. Nathalie, was sagst du denn? Bei mir eine Angewohnheit, eine blöde Angewohnheit. Ich bin sehr unordentlich, aber ist das eine Angewohnheit?
Weiß nicht. Angewohnheit ist doch so zum Beispiel beim Kacken nicht den Arsch abwischen. Wenn du schnell hochfährst, würde ich sagen, dass du nicht so aggressiv bist, ja. So schnell. Ein Hitzkopf halt. Ein Hitzkopf, ja. Ich sag ja. Auch, ich bin ein Hitzkopf. Das würde ich gerne ändern. Und ein bisschen entspannter und nicht so ungeduldig. Ich bin auch sehr ungeduldig. Das würde ich bei mir gerne ändern. Da bin ich genau das Gegenteil. Ich bin zu gemütlich. Ja. Beziehungsweise faul. bin sehr tollpatschig. Oh. Tollpatsch ist krass. Auch. Ja, aber du bist schlimmer als ich. Ja, du. Also, 1, 2. Aber bei dir ist es so, mit so Sachen, die nicht so wichtig sind oder so. Ja, mal so. Mann, der Typ kann sein Auto in der Stadt verlieren. Unpünktlich, ne, das mache ich mit Absicht. Alles gut. Neues. Mach damit Absicht, Leute. Passt. Alles so, dass es im Rahmen ist. Angewohnheiten. Ich pisse mein Waschbecken. Ich bin süchtig danach, mein Schild zu streicheln. Pisse, habt ihr davor gesehen? Ich hab's euch davor vorgestellt. Wie fandet ihr es? Warte mal, wir haben das irgendwie. Ich hab's. Aber lass uns mal noch ganz kurz auf das Erste. Du bist in dein Waschbecken? Warum denn? Aber warum? Weil ich hab mir das an. Mann, hier ist ein Mädchen im Discord. Das ist gerade ein bisschen blöde. Nee. Aber warum? Der Sehen macht nicht mal. Du läufst am Klo vorbei. Danach das Klo ist rechts und du pisst. Ja. 2-1. Digga, jetzt das geilste. So, Wasser an. Pissen, Hände waschen dabei und dann ein bisschen wegspielen. Digga, und ich putze mir die Zähne da mal. Oh, heute auch. Digga, Sidney macht so. Ich hab ganz wilde Sachen. Er macht so vieles falsch. Digga, ich komm in diese. Du machst Gästetoilette rein, ja? Diese Toilette neben seinem Schlafzimmer. Und dann ist da so eine richtig abgenutzte VR-Brille, die dann so da richtig schmierig nur liegt. Und dann ich kacke überlegst. Mit View in Thailand, und hallo. Dann überlegst du dir, was er damit alles in diesem Toilette. Richtig kacke. Ich habe auch noch eine Angewohnheit. Ich habe eine Angewohnheit, die ich zum Beispiel richtig fühlen würde, wenn er sich die abgewöhnen würde. Wenn du bei Sidney bist, er kackt immer mit offener Tür. Ja, das heißt, er sitzt auf Klo, kackt, redet mit dir und du läufst irgendwo vorbei und der sitzt da und sucht halt deinen Smalltalk beim Kacken. Auch eine gute Angewohnheit, die ich echt scheiße von dir finde, die du eventuell abgewöhnen kannst, ist, wenn er einen die ganze Zeit betätschelt und sie an den Arsch fasst. Digga, er fässt mir an den. Willi, es ist mittlerweile. Geil. Es ist schlimmer geworden. Nein. Er fässt mir an den Arsch und riecht danach an seine Hand und sowas. Geilen Chat. Geilen Chat, geilen Chat. Nathalie, hast du noch was? Ja. Bei mir? Also, keine Ahnung. Ja, die ist schon überfordert mit der Situation. Ja, das war wirklich ein bisschen viel leicht. Okay, Willi, bei dir? Boah, was würde ich bei mir? Ich glaube, bei mir. Das gehört sich so, schreibt einer. Ja, auch manchmal ein bisschen. Mein Junge. Hitzköpfig. Ja, so. Ja. Notgeil? Ja, würde ich manchmal, also ich. Oh, komm, Angewohnheit die Zunge. Nein, das finde ich gut, weil ich da maximale Konzentration gehe. Weißt du? Wenn ich das zeige, dass ich das maximal rausholen möchte. Wir können das eingrenzen mit wirklich. Also Willi, du hast einen Typ gehabt, der für dich dir Instagram-Profile von Frauen rausgesucht hat, damit du keine Zeit verlierst, wenn du deren Bilder likest. So weit war das. Digga, es war echt eine Zeit lang, da habe ich mir. Das habe ich dir aber auch schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, also es war, jetzt ist es nicht mehr so, um Gottes Willen. Du bist die einzige Person, die ich kenne, die einen Like-Bann bei Insta bekommen hat. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Er konnte keine Sachen mehr liken, weil Insta dachte, er wäre ein Bot oder so, weil er zu viel geliked hat. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also, ich habe es gesehen mit meinen Augen. Das ist wirklich krass. Na gut, Nathalie, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. Ja. Wen schaust du am meisten von uns drei? Aktuell Eli. Ja. Wegen Beziehungen und so. Wegen Melina. Heartbreak. Ja, ich bin gebrochen. Ich habe gerade eine Trennung durchgemacht und ja. Eli hilft mir da ein bisschen. Kopf hoch, Mensch. Kopf hoch. Mhm. Du findest schon den Richtigen. Du wirst den Richtigen. Yeah. Keep going and keep your head up. Ehrlich, ist nicht so schlimm. Mach ich. Die anschreiben. Nein, das auf jeden Fall. Nathalie, du wirst den Richtigen finden. Mach dir da keine Sorgen. Und vielen Dank für die Frage und vielen Dank, dass du hier am Start bist. Danke, schönen Abend. Danke, Nathalie, schönen Abend. Ciao. Schönen Abend, schlaf. Ich hoffe, euch gefällt der Stream, Freunde. Mal in Abwechslung. Hallo. Moin. Was geht? Moin. Ja, man hört es auch direkt, finde ich irgendwie so ein bisschen. Hey, kommst du aus Bochum? Nee, aus Bonn. Nee, ja, ich dachte, man hört. Doch, aber man hat sie. Stopp, ich hab's verwechselt. Ich wollte Hamburg sagen. Ich wollte Hamburg wegen diesem. Moin. Aber ich hab's gehört. Aus Hamburg kommt er auch. Was geht? Soll ich erstmal hier einen Steckbrief machen? Oder? Ja, bitte, Steckbrief. Ich bin Finn, 17 Jahre alt. Ich komme aus Bonn. Ich war letztens bei Melina schon mal im Discord. Bei Melina? Ja, also mit Melina. Bei dir und Melina. Ach so, ja, okay. Okay. Discord, macht sie die Streamerin oder was? Okay, ja. Ja, ich bin Sub im 22. Und meine Frage ist, hattet ihr schon mal überlegt, VitaVay zu verkaufen, beziehungsweise
Amy und Sydney Elevate und Willi Ere. Gute Frage. Wir beantworten ganz ehrlich. Ob wir es vorhatten? Ja, oder also schon mal überlegt haben. Also wir haben schon mal drüber nachgedacht, was passieren würde. Also bei uns jetzt mit Elevate noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Ere. Nee, auch noch nicht. Aber bei VitaVelt auf jeden Fall gibt es die ein oder andere Möglichkeit, sag ich mal, die irgendwann mal vielleicht zustande kommt. Ja. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie das aussehen würde, aber es müsste wirklich, wir sind hier sehr ehrlich, es müsste komplett reinknallen, ne? Also wir würden nie zu 100% verkaufen, sondern immer so, dass man Anteile noch hat. Aber man könnte seine Anteile zum Teil verkaufen. Aber selbst die müssten knallen ohne Ende, weil wir haben es ja schon öffentlich mal gesagt, wie viel wir so ungefähr mit VitaVelt verdienen, und wenn man sich das hochrechnet, dann lohnt sich das alles gar nicht. Also es muss schon, es muss schon wirklich doll reinknallen. Ne? Wir mussten halt noch nie drüber nachdenken, weil wir noch kein Angebot hatten. Nee, wir hatten noch nie ein Angebot. Wir sind ja noch voll jung. Nein. Das Ding ist, da ist Eli immer der Vernünftigste von uns. Also wenn ich und Sidney manchmal Eli uns ein paar Zahlen auf den Tisch haut und ich und Sidney gucken uns mit so einem Schild an, das ist das geisteskrank. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wie heute sehen, was jetzt bald rauskommt, ja, dann denke ich mir halt so, Digga, das ist ja eigentlich brutal geil. Sowas darfst du niemals weggeben. Also, Rappenwerter, wir haben darüber schon mal geredet und es müsste komplett reinknallen, um dir mal so eine Zahl, Bro, also die Anteile von uns, wir sind da in einem guten achtstelligen Bereich, die es sein müssten, oder? Oh. 7 ist Millionen? Ist Millionen, ja, also im guten achtstelligen Bereich, allein, Leute, VitaVelt macht 30 Millionen, ja, also 30 Millionen Flaschen haben wir verkauft, ne, also das nur der Umsatz, und wenn man sich das hochrechnet auf Jahre, klar, irgendwann läuft es vielleicht auch mal schlechter, aber es muss schon ein guter achtstelliger Betrag sein, und sowas zahlt halt niemand am Anfang, aber wir würden auch nie alles verkaufen. Das ist die, dass man immer irgendwie beteiligt ist und drin bleibt. Weil das ist unser Baby. Und bald kommt auch unser neues Produkt sozusagen auf den Markt. Das hier ist ein Vitaminwasser. Wir bringen bald einen frisch gebrühten Tee. Auch mit coolen Geschmacksrichtungen. Hibiskus, Kaktusfeige, so Maracuja-Sachen. Also so interessante, coole Sachen. Auch natürlich wenig Kalorien, richtig wenig Zucker. Richtig geil. Also Real Talk. Richtig, richtig geil. Wir haben die schon getrunken. Also das ist für die Leute, die sagen, VitaVelt schmeckt zum Beispiel scheiße. Gibt ja auch also besser. Haben wir alles gelegt. Gelegt. Passt. Also für die Leute, die so vielleicht so sagen, ja, es ist cool, dass es gesund ist und schmeckt mir auch VitaVelt. Aber manche wollen halt sagen, na gut, ich will jetzt nicht unbedingt einen leichten Geschmack, sondern was Intensives. Und ja. Es ist nicht VitaVelt, Baby. Ohne Vitamin. Es ist keine VitaVelt. Es ist komplett VitaVelt weg quasi in den. Wir gehen in die Produkterweiterung. Ja. Es ist ein Tee, so ein frisch gebrühter Tee. Hibiskus. So wie ihr euch beispielsweise, ihr geht abends nach Hause, schmeißt euch den Wasserkocher an, kloppt da das Wasser rein, guckt, welchen Teebeutel ihr euch heute nimmt, tupft das rein, Ehrlich. Lässt ihn dann kalt werden und dann habt ihr einen frisch gebrühten Tee. Ja, also auch ohne so, nicht viel Zucker, nicht viel Kalorien, aber mehr, auf jeden Fall mehr als hier. Also es wird kein Vitaminwasser. Na gut, da sind wir wieder falsch abgebogen. Ja. Aber das war, glaube ich, wir haben die Frage gut beantwortet. Ja, sehr gut, danke schön. Danke für deine Frage. Jo. War eine interessante Frage. Also, ja, danke auch für die Antwort. Schönen Stream noch. Ciao. Ciao. Ich sag ehrlich, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, du kriegst so und so viel Millionen für VitaVelt, du bist da immer noch drin, sage ich, passt. Nee. Aber sowas dauert halt auch, ne? Sowas dauert sehr lange. Und bei Getränken ist es halt auch so üblich, dass so die Big Player, so Cola und so, die kaufen ja immer die ganzen krassen Produkte auf, so wie Bionade oder sowas. Fritz Cola, keine Ahnung. Fritz Cola? Gibt's keine Fritz Cola mehr? Doch, glaub schon, aber. Moin, Männer. Moin, Patrice. Patrice, hä? Moin, hi. Ist es nicht dein Mod? Hi. Nee, ist dein Mod. Ach, dein Mod. Hi, Jungs. Was geht, Bro? Hi, Jungs. Wie geht's? Gut, und dir? Alles super. Meine Frage, so ein bisschen tiefgründiger. Was macht euch glücklich? Machen wir es kurz und knackig. Oh. Freunde, das ist halt dieses Klassische, ne? Was soll ich jetzt, also Patrice, Freunde, Familie, dann auch natürlich finanzielle Unabhängigkeit, anderen eine Freude machen und ja, sein Hobby zum Beruf machen. Das ist so mein Ding. Und halt immer gesund sein. Aber so die Klassik, ist halt so. Was soll ich dir erzählen? Das ist eine klassische Antwort. Ja, dann fühl ich.
Gesundheit habe ich so gemerkt, dass es ganz wichtig ist. Dias. Dass du gesund bist, dass deine Familie gesund ist, deine Freunde. Und Liebe, ja natürlich. Ja, Liebe. Habe ich nicht gesagt? Keine Ahnung. Ja, Freunde, Familie, Freundin. Melina ist ja Familie. Ja, hä? Ja. Also das ja. Ist, damit ist Melina auch gemeint. Damit ist Melina gemeint. Wenn man Quarz findet, stark. Reisen hab ich auch so für mich gefunden. Das ist also als Ablenkung so das Einzige, was ich mache. Die Welt sehen, Orte erkunden, das ist schon... So Enderdrachen besiegen oder so, auch noch? Was ja, sagst du zu Fußball? Auch bei dir Fußball? Die Lesbos auch glücklich, ja. Aber bei mir zum Beispiel, ja. Macht es dich glücklich? Geht. Also ist ein geiler Ausgleich, aber macht mich jetzt, ist nicht so Stellenwert bei mir oben, muss ich ganz klar sagen. Also ist bei ihm wahrscheinlich anders. Sports gibt mir richtig, richtig viel Spaß. Wieder. Ja? Also ist wichtig, ist auch ein richtig geiles Projekt, aber... Essen, ja. Aber die Patrice, die Frage da, das, Mani und Diego, ja, klasse. So also kann sich eigentlich jeder denken. Willi? Ja. Willi, ich weiß nicht, ich hatte eine, nee, ich würde nichts ergänzen, aber ich zum Beispiel hatte in letzter Zeit, also es gab für mich eine richtig krasse Phase, ich wusste nicht, was mich glücklich macht, ne? So natürlich, wenn man sich jetzt irgendwas Neues holt, dann bist du für diesen Moment glücklich. Ja. Ich habe wirklich für mich richtig, richtig lang gesucht, was mich glücklich macht. Soll ich dir mal was sagen, was bei mir auch komisch war? Ich habe immer, weißt du, was kacke ist? Wenn man denkt, dass es einen glücklich macht, irgendwas Materielles ja, jetzt genau. Zum Beispiel, dann holst du es dir und dann merkst du, es ist cool, nice, aber es macht dich... So gesehen. Es ist nur so ein Schnitz. Ja, genau, so genau. Es ist so. Es, für diesen Moment. Es gibt dir was. Also es gibt dir Zeit, ne? Zum, ja, so zum Beispiel jetzt, wenn du viel Geld verdienst, so. Ne? Das ist geil. Ja. Aber ich schätze, du, es ist nicht das, was. Es ist cooler, mit seinen Freunden zusammen irgendwie zu chillen und zu was zu essen. Mhm. Klar kostet es jetzt auch Geld für die Klugscheißer, yeah. Die sagen, ah, aber das kostet dir auch Geld. Aber ich dachte immer, so dieses. Du holst dir das und dann, das wo, dann ist dir, es geil. Das so. Ist geil, das macht dich glücklich. Es macht dich. Es ist geil, aber letztendlich machen dich andere Sachen viel glücklicher. Ja, es schwierig, ist nur eine Momentaufnahme. Schwierig zu erklären, ja. Ich gebe jetzt Beispiel. Ich kaufe, ich keine Ahnung, irgendwo habe ich einen Drang, dann merke ich, okay, das ist geil. Das brauche ich irgendwo, das gibt mir, macht mich glücklich. Dann freue ich mich, dass ich es habe. Dann gucke ich es mir dreimal an. Und dann, nach dem dritten Tag ist es halt dann da. Hm. Und ja gut, da habe ich dann irgendwo diesen Druck oder dieses Gefühl zufriedengestellt. Und bei mir gab es wirklich eine richtig krasse Phase, wo ich halt nicht den... Also ich wusste nicht, was der Antrieb für mich ist, was mich glücklich macht. Ja, doch. Und da ging es nicht mal bei mir mit Familie, weil da wisst ihr ja eh, wie das abläuft. Ich wusste wirklich nicht, was mich glücklich macht. Hm. Keine Chance. Ja, so, da muss man sich erstmal finden, Chat. Manchmal dauert das bei anderen Leuten. Ich wusste es auch ganz lange nicht so. Irgendein Ziel, irgendeine Motivation, irgendein Ziel. Und wenn man das dann halt erreicht hat, dann kommt es darauf an, wie sehr es dich halt beglückt. Sagen wir es mal so. Und ja, nochmal für alle Klugscheißer, sind Probleme, die grundsätzlich ganz, ganz große Goldprobleme sind oder Luxusprobleme. Wir wissen, dass es Menschen da draußen 10-mal schlechter geht als uns und wir beschweren uns nicht, sondern wir teilen einfach nur unsere Gedanken. Ja, genau. Ihr merkt ja gerade, dass wir sehr ehrlich sind und uns nicht verstellen und sowas. Ne? Das ist ja immer sehr gefährlich, wenn dann... Aber ich glaube, das verstehen sie alle. Das, glaube ich, verstehen sie alle. Habt auf dem Schirm. Ne? Habt auf dem Schirm. Patrice, danke für die Frage. Hatte. Cool. Super. Wir machen weiter. Danke für die Antworten. Ihr macht uns glücklich. Das freut uns. Haut rein, Jungs. Ciao. Stadion gehen. Ja, also Sport ist, glaube ich, Sport ist für viele so ein Ding. Sport selber machen. Aber Sport selber, ja, natürlich. Warst du glücklicher als Profifußballer oder bei Delay Sports? Früher. Ja. Hey! Safe. Das ist unser Verein, Bro! Und? Unser Verein! In ein paar Jahren sind wir ganz oben! Zum Beispiel war ich da glücklich allgemein. Also ich muss sagen, Delay Sports war jetzt halt, ich war noch nie auf so einer Stufe. Aber okay, aber das Ding ist, ich hab's halt vermisst und jetzt wieder gibt's mir neuen Spaß. So. Mhm. Aber weißt du, allgemein früher halt besser. Soll ich dir mal was sagen, Sydney? Was halt jetzt noch scheiße ist, aber was halt so in den nächsten Jahren cool wird, es ist. Unser Verein. Das ist unser Verein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so, du spielst das alles, was passiert. Bei Hertha zum Beispiel, alles, was du da gemacht hast, war für Hertha. Mhm. Und für dein Leben natürlich auch. Aber alles, was du jetzt für diese, wenn du ein Tor schießt, hast du für Hertha ein Tor geschossen, was ja auch dein Verein ist, so in der Art. Arbeitgeber aber ja. Prinzipiell. Aber du schießt ein Tor für deinen eigenen was Club. Dir gehört, das, und bringt das, dich weiter. Ja, und das ist jetzt vielleicht in den Kreisliga C noch ein bisschen kacke, aber glaub mir, in ein paar Jahren, ich rede nicht von Regionalliga oder Oberliga, sondern auch wenn es nur so ein bisschen weiter nach oben geht, ist schon geil. Das ist eine kranke Denkweise, ne? Ja, ist cool, ne? Ja. Weil es dir nicht am Arsch vorbeigehen darf. Ja, ja. So, der nächste ist da. Sprite, was geht? Hallo.
Was geht, Bro? Woher kommst du? Wie alt bist du? Ich bin Julian, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Dortmund. Hm. Ja. Hört sich voll stabil an. Ja. Willst du Fußball? Natürlich. Bro. Man hört das. Dann hau mal raus, was ist deine Frage? So, okay. Meine Frage wäre an Willi und Sid, ja. Wie sie sich so nach ihrem ersten Ich habe Sendepause. Wie sie sich jetzt so nach ihrem ersten Profivertrag, wie weit sie gedacht hätten, wie weit sie so kommen würden. Hat er euch gerade gesiezt? Ja, zu Recht auch. Bitte, Eli, jetzt, du hast gerade Das ist eine Frage. Jetzt nochmal, Herr Friede. Ja, ja. Als wir unterschrieben haben damals, okay, ich war da 18 oder so, und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Mir war klar, dass man, wenn man unterschreibt, dass man dann nicht genau direkt ein Profi ist, sondern dass man sich erstmal hocharbeiten muss und dass man Anerkennung bekommt und so und weiter im Verein, dass man sich da nicht drauf ausruhen kann auf jeden Fall. Und ich dachte, jetzt ist der Beginn der Reise und ich spiele bald Premier League, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin selbstbewusst gewesen. Ja, bei also mir war es... Auf meinen Qualitäten vertraut. So. Erzähl du mal, dann habe ich eine Frage an euch. Bei mir war es auch so, ich habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben, dann warst du halt Profi, ne? Du hattest Geld, dann bist du auf einmal ein Auto gefahren wie die ganzen Profis, bist aufgestanden, zum Training gegangen, danach bist du essen gegangen mit den anderen Profis. Die so, sie haben so Kulturbeutel. Ja, du hast halt, für mich war einfach nur eine Frage der Zeit, bis man im Stadion meinen Namen schreibt. Ja. Also mit der Nummer Niklas. Du bist da Kabine mit Kalu Ibisevic und so, du denkst, ja. Ich war mir sicher, ich war mir zu 99% sicher, dass, jetzt geht's nur noch bergauf. Bei dir war es bei Stuttgart, ne? Ja. Für die Leute, die es nicht wissen. Ja. Also ich habe da eine Frage an euch beide. Erwähnt. Und zwar, wie läuft denn das ab? Mit Profivertrag. Bekommt man da einen Anruf? Also ihr seid beim Training, werdet ihr angerufen und sagt, Berater. So, du bist jetzt Profi? Nein, über Berater. Bei mir war es ganz ekelhaft. Bei mir war richtig lange Diskussion. Aber das frag ich mich so. Also ihr seid in der A-Jugend? Oder wart ihr dann in der A-Jugend? Ich war in der A-Jugend, ja. Also ihr wart in der A-Jugend, ihr habt ein Training gemacht und habt bei den Profis ab und zu mittrainiert? Bei mir war es so, ich war in der A-Jugend und ich nenne keine Namen, weil sonst weißt du selber, piss mir am Bein. Ich war A-Jugend, war Kapitän, seit der U15 durchgehend war ich Kapitän, Jugendnationalspieler. Bei Nürnberg eingewechselt, bin durchmarschiert wie eine Eins. Ja. Dann war es so, okay, ist mein letztes Jahr in der Jugend. Dann gab es eine Person, die haben unglaublich an mich geglaubt. Zum Beispiel Rino Matarazzo, der dann VfB-Trainer war. Das war mein Supporter. Und dann gab es Leute, die ein bisschen so an mir gezweifelt haben. Und dann haben sie gesagt, okay, du wirst jetzt zum ersten Mal bei den Herren spielen. Trainieren? Nee, ich musste dann direkt spielen. Ich habe dann ein Spiel bei der U23 gemacht. Ja. So die erste, schwer, ne? Erstes Spiel direkt. Ja. Und es war richtig krass anstrengend. Aber zu meinem Glück, ich habe richtig performt. Ja. Und dann wurde ich angerufen von unserem jetzigen, von dem damaligen Sportdirektor. Und der meinte so, ja du, ich will mal mit dir reden über deine Zukunft. Dann habe ich mit denen gesprochen und dann habe ich mit zwei Leuten gesprochen. Der eine hat gesagt, du hör mal, du wirst hier niemals Profi. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, leck meine Eier. Ja. Und habe zu meinem Berater gesagt, egal wie und was, ich werde hier nicht meinen Vertrag unterschreiben. Weil mir ging es nicht ums Geld, sondern mir ging es um die Wertschätzung. Ja. Weißt du, ich habe meine ganze Jugend, die ganze Zeit immer, immer, immer nur für diesen Verein gespielt und mein Herz gegeben. Und mir ging es einfach nur darum, dass man, ich fand es scheiße, dass man an mir zweifelt oder irgendwo mir das Gefühl gibt, dass man nicht von mir überzeugt ist. Und wenn man nicht von mir überzeugt ist, warum sollte ich dann für die Leute spielen oder warum... Mhm. Die geben mir nicht das Gefühl, dass sie an mich glauben. Und dann habe ich gesagt, so egal was jetzt kommt, dann ich möchte weggehen. Und dann habe ich mich anders orientiert und anders schon geschaut. Und dann kam der Verein wieder und hat gesagt, du hör mal, willst du doch nicht lieber hier bleiben und deinen Profivertrag unterschreiben? Aber ich bin halt dann dieser Sturkopf. Oder aus Prinzip denke ich mir dann so. Nö. Und dann hast du woanders den Profivertrag unterschrieben? Ja, beim VfB. Okay. Fritter, du hast einen Anruf bekommen? Ja, also ich war ja schon so 17 und sowas, war ich schon immer einer der Besten in der Mannschaft. So. Ja. Nationalmannschaft U19 Europameisterschaft, so, da war das erste Mal, wo ich so dachte, so, dabei zu sein ist schon krass, ne? Der hat auch performt, so, ja, weißt du, also gespielt, so. Ja, auf 6 mit Dennis Geiger und so, die auch Nazi sind, die jetzt Bundesliga sind. Ich dachte mir so, ja, wird mal langsam Zeit, so. Das hat ja auch ein bisschen Druck auf Hertha ausgeübt, dass ich dabei war und spiele und sowas. Ich habe mich schon in der U17, da hatten schon ein paar Profivertrag. Ja, ja, ich weiß, und da habe ich mich so spät gefühlt. Weißt du noch, wo erstmal Passlack gespielt hat? Digga, geisteskrank. Da war der Erste. Ja, wir waren so ein bisschen spät und es gab immer so ein paar Spieler, die haben nach der U17
2017 ihren Vertrag bekommen. Göckem, ja. Erdin, Speicheike, Felix Paslak. Paslak und auf jeden Fall. Janis. Ja, Janis. Ja, dann dachte man sich immer so, ja, wird mal langsam Zeit. Ich habe dann ab U19 oder so, während EM, ne, da war ich auch schon, ich glaube U19 war ich dann auch schon ein Jahr bei Profis, habe mittrainiert die ganze Zeit, aber ich habe keinen Vertrag bekommen. Du hast so lange da mittrainiert? Ja, okay. Und dann irgendwann kam dann so ein paar Monate nach der EM kam dann Anruf von meinem Berater, dass jetzt die Verhandlungen sind und so, dass die Vorvertrag geben wollen, weil mein Vertrag halt ausläuft. Ja. Ich habe extra so lange gewartet, bis der ausläuft. Ja, und dann hätte ich halt mich entscheiden können, ob ich bei Hertha unterschreibe und da Profi werde oder ob ich halt zu Zweitligaverein oder andere Erstligaverein wechsle und einen anderen Weg gehe, aber ich wollte bei Hertha Profi. Leute, bei mir war es auf jeden Fall so, ich war dann in der Verbandsliga damals, in der A-Jugend und dann hatte ich die Wahl, ob ich dann in die Verbandsliga gehe, in die also, Männer oder halt dann nicht. Dann. Also was ich noch sagen würde, das ist nicht so, dass du denkst so, boah, geil, Profi, du rechnest irgendwann, oder? Frage der Zeit. Ja, wenn man gut ist, dann denkt man so, ja, okay, endlich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist nicht so, dass ich dann so richtig weiß oder so. Bei mir war es auch so ähnlich, Leute, dann hat es aber nicht geklappt und so, aber war auch kurz davor. Ich habe heute, und das sage ich eigentlich nicht gerne, weil er sonst wieder sich irgendwo einen gerade hier gleich vielleicht... Sag's den Leuten. Mitspieler von mir. Sag den Namen. Berkantas. Guter Spieler. Super, also Technik, ja. Berliner Straße, baff, richtig geiler Kicker. Er hat irgendwann mal, ist er so zu mir gekommen und hat gesagt, ey, du bist doch gut mit Eli. Ich habe mal früher mit denen zusammengespielt und so, es war geiler Kicker. Und ich gucke ihn so an, ich so, Digga. Was? Nein, war ehrlich, geiler Kicker, geile Technik und so, und der konnte auch mit uns mithalten. Bro, jetzt, du merkst langsam, oder? Ja, ihr merkt es langsam, Chat. Ja. Also, ist ein Fußballprofi und ist auch ein Guter, ne? Also, ich hab die Brille abgenommen und gezwängt. Ist ein Guter, ne? Also, dann ist es halt so. Es gibt viele verschiedene Ecken. Da warst du 14, Junge. Nein, da war ich 17. Gute verschiedene Ecken. Also, ist halt so, ne? Was da soll ich jetzt erzählen? Beide noch gerade. Das soll ich dich erzählen. Ja, ja. Und wieso spielst du da nicht bei Mannheim, Eli? Da hat es einfach dann... Chat, ich hab den falschen Wechsel gemacht. Ne? Ich bin dann zu Waltersdorf gegangen. Die waren nicht ganz so ambitioniert. Ne? Aber da habe ich mich dann auch verletzt. Aber war eigentlich kurz vorm Profi. Oh, ja. Tatsächlich. Na gut. Spirit, ich glaube, wir haben dich gut vollgelabert, ne? Ja, war super. Gut. Ja, schöne Frage, wer hat dich natürlich extrem leid. Aber hier gibt es sehr detailliert, ne? Gut detailliert rausgehauen. Ich hoffe, wir konnten es dir gut beantworten. Haben die Jungs, glaube ich, ist vielleicht auch mal interessant für die Leute, weil daraus wird ein YouTube-Video gemacht, dass sie es mal so hören. Hallo, warum sind wir denn ganz... Okay, denke, hallo. Hallo. Was geht, Bro? Ja. Was geht? Was geht? Woher kommst du? Hannover, Bro. Hannover, wie alt bist du? 15. 15 Jahre? Warte mal, ganz kurz. Seit wann guckst du uns? Tatsächlich, seitdem ich 13 bin. Bro, 13, der hat ganz schlecht. Da hast du mit uns Fortnite gespielt, ne? Krankheit. Ja, Bro. Mit uns Fortnite gespielt, mit Bananenskin. Ja. Guter Bananenskin. Du hast so Bock gemacht mit dem Fortnite und so. Früher war Bananenskin. Auf Switch, also so scheiße. Meine Frage ist, wer würde am ehesten von euch mit Social Media aufhören? Aber komplett, ne? Auf 3, 1, 2, 3. Ja, Fußball. Ja, Fußball. Das war ja eine nice Frage, Bro. Eine nice Frage, Tekalo. Mach weiter so, Bro. Ey, das war nicht meine Frage. Gute Frage, mach einfach weiter so. Weitergeleitet. Und mit der Frage bist du in den Discord hineinkommen. Format kommt einfach gleich erst, Idiot. Meine Scheiße. Vor allem war auch nicht mal schwer so, hä? Ja, hast du gedacht, du bist mit der Frage bei Hugo? Hä? Was ist das? Also, ihr könnt schon tiefgründige Fragen. Ich fand das zum Beispiel mit Vita-Welt verkaufen cool, wie es mit Profi war. Hier waren schon coole Fragen dabei. Die war auch eine nice Frage. Tekalo, geil, Digga. Aber mach weiter so. Kein Ding, Bro. Dann machen wir weiter. Das ist Mod, Digga, von den beiden, ne? Also, das ist Mod. Bei mir bist du kein Mod. Nee, aber auch mal machen. Angebot, was bringst du denn? Eli, 2 Monate war ich und du hast gesagt, nein, jetzt bin ich im 7. auch mal. Na, 7. aber 7 Monate, Bro. Was ist das? Nein, nee. Er bekommt bei mir mal. Bro, du bist nicht mal so lange Sub. Da gab es Manni und Diego. Du bist nicht mal seit Manni und Diego am Start. Na gut, trotzdem, Tinker, danke für die Frage, Bro. Wir müssen weitermachen. Kein Ding, Bro. Okay. Okay, ciao. Kein Ding. Das ist eure Mods, ne? Cool. Wenigstens sind die Mods bei euch da. Bei mir gibt es viele, die manchmal auch gar nicht da sind. Die sind nie da, die Wichser. Sind sie bei euch auch nie da? Bei mir gibt es ein paar, die immer da sind. Die sind so kacke. Moin, Erik. Erzähl mal. Moin. Ja, ich bin Erik. Erik, 17 bin ich. Ja. Komme aus Hamburg. Und mein
Hamburg, richtig. Moin. Das habe ich gerade gehört, diesmal. Und meine Frage lautet, bei welcher Gelegenheit habt ihr an euch selber gezweifelt? Gelegenheit? Selber gezweifelt? Boah, lass ich mal überlegen, bei mir persönlich. An mir selber gezweifelt. Also ich sage, es ist immer ganz wichtig, erstmal, und damit ich das mal sage, immer an sich selbst zu glauben. Ja. Ist eine tiefe Frage. Das ist das Wichtigste von allen. Man muss immer an sich selbst glauben, sonst kriegt man vieles nicht geschissen. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe oftmals an meinen Events gezweifelt. Das wisst ihr vielleicht auch beide. Ich habe mir voll oft so Gedanken gemacht, so, weißt du noch, wo du isst, ja, so, ich sage euch immer, oh, glaubst du, das kommt gut an? Glaubst du, die Leute gucken dazu? Glaubst du, da funktioniert alles? Da habe ich immer sehr dran gezweifelt, muss ich sagen, bis es dann letztendlich funktioniert hat, das ganze Ding, muss ich wirklich sagen. Also bei meinen eigenen Events habe ich oft an mir selbst gezweifelt. Würdest du ihn so einschätzen, dass er nervös bei solchen Sachen ist? Ja, ne? So bei Events? Ja, genau. Also bei so seinen großen Brettern. Ich glaube schon, weil da hängt viel Verantwortung hinter. Auch, dass man das den Zuschauern präsentiert, aber so gut wie möglich. Und auch noch eine Menge Geld, würde ich sagen. Ich kapp mir mal fast ein, um es auf den Punkt zu bringen. Da, wo es am ersten Mal, ich glaube, wo du letztes Mal an dir selber gezweifelt hast, Teammates, die Dings, die Münzen. Ja. Da hast du an dir selber gezweifelt. Nee, ich habe also Events auch, Audidom auch. Oh, Audidom, erst die ganze Zeit. Aber da hattest du so schwarz auf weiß. Was hatte ich da schwarz? Du hattest sie nicht unter Kontrolle, dein Körper. Nein, also beim Teammates hatte ich mein... Ich bin immer sehr, 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 sehr nervös bei Events. Das kracht immer komplett rein bei mir. Da zweifle ich auch oft. Also an mich selbst, kann ich jetzt sagen. Bei dir? Hatte Angst vor dem Chip. Schwierige Frage, ja. Also ich, so bei Fußball und so, ich glaube immer an mich, da bin ich nie nervös oder zweifle an mir. Im Stream und sowas auch nicht, also warum würde ich da mir zweifeln? So zum Beispiel, ich hatte Angst, dass ich den Chip nicht verkrafte wegen Panikattacke und so, dass ich Atemnot bekomme oder sonst was, dass ich irgendwas auslöst. Sowas zum Beispiel. Ach, wisst ihr, wo ich auch eventuell so zweifeln, also ich wusste auch nicht, wie gut VitaWell zum Beispiel ankommt. Da ich wusste, dass wir zerreißen. Ich sage nicht, dass ich Zweifel hatte, aber ich sage so, okay. Bedenken. Ja, Bedenken einfach. Funktioniert das? Wird das funktionieren? So eine Sachen. Oder auch mit Delay und so. Alle eigenen Sachen sind immer so schwierig. Boah, bei mir? Naja, ich habe eine gottlose Antwort, wenn ich... Nee, kann ich nicht sagen. Doch, doch, komm mal raus. Nee, kann ich nicht sagen. Doch. Also ich... Nein, egal wie, ich darf nicht. Also wenn ich mal... Nein, egal. Nee, vielleicht also, auch mit Fußball, wie die, ob du bei einer Verletzung an dir gezweifelt hast. Fußballerisch, ich zweifle nie an mir. Also wirklich, ich bin sehr, sehr überzeugt und ich weiß auch, was meine Stärken und was meine Schwächen sind. Ja, und ein fettes Mindset kommt sowieso nicht so hoch. Ja, genau. Also das ist nie ein Kritikpunkt, dass ich da irgendwo an mir zweifeln würde. Wo ich manchmal dran zweifle ist, wenn man gewisse Sachen nicht selber in der Hand hat oder beziehungsweise die Sachen nicht beeinflussen kann, die dann wichtig sind. Da zweifle ich dann ein bisschen an mir so, wo ich mir dann so denke, ey, was kann ich überhaupt noch machen, dass ich da fair behandelt werde? Also, es kommt auch immer darauf an, was man für ein Typ ist, ne? Aber ich sage, ich glaube, wir drei sind ja relativ selbstbewusst, aber es gibt immer Momente, wo man an sich selbst zweifelt, da ist es auch gar nicht mal so schlecht, aber Tipp von uns oder ja, schon würde ich sagen, immer an sich selbst glauben ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Wichtigste. Sehr wichtig. Wenn euch Leute sagen, genau, wenn euch Leute sagen, du kannst das nicht, das stimmt nicht. Das kann bei jeder Sache sein. Du schaffst es nicht, dir dieses Mädchen zu klären. Doch, kann sein. Du schaffst es nicht, Fußballprofi zu werden, mach dein Ding, probier's doch. Du schaffst es nicht, Streamer, YouTube, irgendwas organisiert zu bekommen, macht euer Ding. Das Ding ist, so Nervosität hemmt dich halt nur. Wenn du mit Mädchen redest, dann stotterst du nur rum, wenn du nicht selbstbewusst halt nicht selbstbewusst bist. Wenn du Fußball spielst und nervös bist, dann willst du die Beine nicht haben, dann hemmt es dich auch. Also es hemmt dich halt immer. Oder du willst ein Referat machen in der Schule, bist nervös, bringst dich selbstbewusst rüber, heißt du stotterst, vergisst den Text, sonst was, hast Puls von 180. Ja, also versuch das durchzuziehen. Ich sag, die größte Niederlage ist es nicht zu versuchen. Also wenn du es gar nicht erst versuchst oder erst machst, dann bist du halt kein Mann. Ja, so, auf jeden Fall. Was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe. Im Nachhinein bist du ja schlauer, ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Auf jeden Fall. Ist wieder was anderes. Na gut, mein Freund, Erik. Ich hoffe, wir konnten dir die Frage beantworten. Ja, ich hab so eine Nugget. War auch wieder vielen Dank. War auch wieder eine tiefe Frage. Es kracht hier ab und zu mal. Ich bin nervös, ja, ich bin nervös. Es kracht ab und zu mal. Ich bin der größte Schwitzer der Welt, ne? Wisst ihr das? Da hab ich immer an mir selber gezweifelt in der Schule. Ich konnte nichts Graues oder so anziehen, weil ich immer geschwitzt habe. Ja, dann hab ich immer so gemeldet. Da hab ich an mich gezweifelt. Immer so gemeldet, dass man nicht schweiß sieht. Lijalla? Messi also. Here we go. Hallo, mein Freund. Moin. Wie geht's? Ja, guten Set. Auch gut, auch gut, auch gut. Und wie geht's euch, Set Navy? Auch gut. Sehr gut, danke danach. Nice, sehr schön, dass du drauf.
Auch gut. Grady, was bist du mit Chat? Meine Eltern kommen aus Kongo. Ich höre das, ich höre das. Wirklich? Ja. Ich höre das. Hörst du das? Ja. Nein, ich Grady, schon lange am Start. Grady, seit wann bist du bei mir Sub? 18 Monate. 18 Monate. Oh, krass. Frag mal nach Timeouts, Grady. Hurai, das wird nicht geleakt. Wie viele Timeouts? Der war Mod bei Ernie. Ah. Und Buns. Hat er. Der war. Ist der Mod bei dir auch? Warte mal, Grady, nach. Nee, wie viele Timeouts hast du? Wie viele Timeouts hast du? Und Buns? Ach so. Darf man das leaken? Das ist, glaube ich, so eine geheime Zahl wie Willis Bodycount. Wirklich? So viel? Wie Scheiße hast 21, du schon reingeschrieben? 7. Nein, ich bin einfach ein, Bro, 7 Buns hast du schon bekommen? Das hab ich ja nicht mehr bekommen. Wie ist denn also, das möglich, Bro? Was hast du da geschrieben? Hast du meine Familie beleidigt oder was? Nein, sonst wäre ich da die ganze Zeit gebannt. Es gab mal so einen Mod, Namen will ich nicht sagen, der hat mich mal so die ganze Zeit gebannt, ohne Grund. Und dann hat mich halt Anis wieder entbannt. Echt jetzt? Ja, der hat mich dann auch bei Willi und Sidney gebannt. Lol. Ich hab einfach nach Azkaban geschickt. Oha. Vor 2 Jahren, glaube ich. Okay, krass. Na, dann hol mal raus, mein Freund. Also meine Frage ist, was hast du am meisten, also von den anderen, also auf Real Talk-Basis, was du nicht mögt, was euch wirklich stört? Bei Sidney geht's mir sehr auf den Sack, das habe ich Ihnen letztens auch gesagt, da hatten wir einen Real Talk. Provokationen, also extrem hart. Also Chat, ihr wisst das nicht. Ihr wisst nicht, wie dieser Typ drauf ist. Also wie er, es gibt 2 Menschen auf dieser Welt, die mich wirklich aus der Fassung bringen. Und das ist er und Melina. Aber bei Melina habt ihr es noch nie mitbekommen, weil Melina macht das nicht onstream. Melina ist offstream. Sie ist so krass, ihr denkt, also sie ist ein kleiner Giftzwerg, Real Talk, es ist geisteskrank. Sie provoziert mich auch immer sehr hart. Und er ist auch so. Sidney ist ganz hart, also so sehr provokant. Das ist schon wirklich krankhaft teilweise. Er nimmt es immer persönlich und ernst, wenn wir in Among Us und nicht, ja, nicht nur bei sowas. Also es ist hart, es ist sehr... Aber ich bin nicht der Einzige, ne? Ali, Bilal und so, die sagen alle, du bist ein schlechter Mensch. Ja, es ist geisteskrank. Also es ist wirklich hart. Also ich, mich, also mich ich juck das zum Beispiel gar nicht, ne? Bei mir raste ich immer fast aus. Ja, das weiß ich. Und ja, dann, das kracht auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Und bei dir, Willi, was geht mir da auf den Sack? Manchmal, wenn du so eingeschnappt bist in anderen Games. Sei doch, geh mir nicht auf den Sack, Digga. Hau deine Klöten auf den Tisch. Warum bist du denn eingeschnappt? Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Mach dein Ding. Nicht eingeschnappen. Also sowas. Aber ja, ist wirklich, jetzt... Wenn was nicht nach Willis Pfeife läuft, dann ist so eingeschnappt. Ja. So ein bisschen. Und dann so... Beleidigte Leberwurst. Ja, dann mal zurück. Provokation. Beleidigte Leberwurst. Eli, dass er sich nicht überanstrengen soll, sage ich mal. Das stört dich an mir? Ja, mir geht's um deine Gesundheit. Okay. Ein bisschen mit dem Kopf abbekommen auch mal. Hitzköpfigkeit, das ja, beißt sich natürlich. Das ist hart, das ist bei mir, das beißt sich wirklich sehr, ja. ja, Willi? Bei Eli, ja, Digga, so, keine Ahnung, wenn Eli auf richtig Temperaturen ist. Dann raste ich manchmal aus. Dann läuft sie nicht also, über. Aber das Ding ist, du weißt, dass Eli es nicht so, also Eli meint es gar nicht so, aber Eli kann, wenn irgendwie, wenn er gerade so ein bisschen gestresst ist und dann ja, das falsche Ding kommt, Jungs. Ich bin einmal bei dir richtig, weißt du noch, als du deine Stream-Sniper, er hat einmal eine Watch-Party von meiner Bruch-Challenge gemacht. Und dann habe ich ihm bei WhatsApp geschrieben und ich war wirklich sehr sauer. Ich habe ihm geschrieben, Willi, ich weiß gar nicht mehr was. Ich meinte, ich raste auf jeden Fall. Es war so die, so Willi, ich sag's jetzt im Guten, halt deine Fresse, schau jetzt, aber lass das und das und das. Oder wir haben ein richtiges Problem. Ja, ich war sehr sauer, ich war übertrieben. Und ich dachte mir, und dann merkst du immer, an dem Punkt, okay, ich habe... Also ich fand's nicht so schlimm, ja, aber ich denk auch immer. Ich hab's so, dann, okay, ich bin dann immer so, ich will nie, dass er das im schlechten Hals bekommt. Dann habe ich mich natürlich auch entschuldigt. Und einen Tag später kommt dann halt von Eli auch so, ja, okay, war von mir scheiße. Und bei Sidney ist es, manchmal regt mich seine Leichtfertigkeit auf. Ja, er denkt so, es geht alles auch manchmal so einfach, ne? Ja, also, Ego, so, ja gut. Ja, ihr müsst euch vorstellen, Chat, kennst du das, wenn irgendwie eine Situation wirklich relativ ernst ist oder ihr ein Problem hat Thema, und dann steht er da so und dann
Dann weiß er so gar dann, nicht. Dann, manchmal steht er dann so da. Gut, dann. Und ich denke mir so, nein, Sidney, jetzt ist jetzt nicht der nicht, Punkt. Jetzt nicht. Und manchmal, das sind ja aber auch wieder positive Sachen, weil er sowas gar nicht so hart an sich ranlässt wie wir beide. Ja. Und wieder im Umkehrschluss, manchmal, Sidney ist mit Gott und der Welt gut, wo ich mir manchmal denke, so, Digga, Sidney, nicht jeder Keck muss. Da ist er auch, ja, stimmt. Das sage ich auch, du bist so... Was war das? Sidney ist weltoffen. Zu leichtsinnig. Also, du wärst, soll ich dir sagen, wenn du eine Frau... Naiv. Du wärst eine Bitch. Er liebt mich wirklich, ja, genau. Ehrlich, ich kann ihn ändern, er liebt mich, aber ehrlich und ja. So. So einer wärst du. Die wollen dich nur ficken, genau, alle. Und du lässt es nicht. Nein, ich würd sagen, er ist es nur, damit ich mit dir ficken. Aber weißt du, wie er dann, er sagt dann, ja, aber ich mache, hab mir dann auch meinen Spaß. Ich schätze das geisteskrank an ihn, weil er so... Ist ja immer das Welt, Positive. Ja, genau, das schätze ich, das sage ich dir aber auch oft, aber manchmal denke ich mir auch so, Digga, Sidney, checkst du das jetzt gerade nicht oder merkst du das nicht? Ja, stimmt. Egal, was das ist, ich sehe es positiv. Ist wirklich so, also manchmal ist es halt... Optimistisch bin ich nicht. Naiv. Realistisch. Naiv bist du. Ich bin sogar pessimistisch eigentlich. Du bist naiv, aber das sage ich. Aus Situationen immer das Positivste, was geht. Schon eher, ja, das stimmt. Du bist so eine Frohnatur, der läuft so durch die Gegend. Mit Kalle, ich frage mit Kalle, ich bin in Paris am Gate. Ich habe so für uns Flüge gebucht und so. Wir sind bei Kalles Terminal. Ich gehe so hin, ich frage so, ja, wo ist denn der Counter für Dings? Ich muss einchecken. Er sagt, oh, du bist am falschen Flugzeug. Ich guck so, oh, Kalle, ich bin am falschen Flugzeug. Dann, okay, ich buche mir kurz einen neuen. Oder? Dann habe ich so kurz überlegt, entweder übernachte ich die Nacht halt in Paris. So andere hätten so, oh mein Gott, ja, so, ich bin dann so. Also, da habe ich halt da 3 Stunden gewartet. Weil ich den Fehler gemacht habe, muss ich 3 Stunden am Flughafen warten auf den neuen Flug. Auch ein gutes Beispiel wegen Flug verpasst. Weißt du noch, als wir beide unseren Flug verpasst haben und ich 1,5 Stunden nicht mit dir geredet habe? Wir haben den Flug verpasst. War nicht meine Schuld. Ja, wir haben den Flug verpasst und ich war so sauer, dass ich 1,5-2 Stunden nicht geredet habe. Ich war echt sauer und er hat dann immer so irgendwelche Witze gemacht. Wollen wir was essen? Ja, ich wollte das Beste draus machen. Ja, er hat dann immer irgendwelche Witze gemacht. Was bringst du denn so 2 Stunden? Ich war so sauer, Digga. Ich krieg das auch. Ich habe einmal mit Sidney einen Zug verpasst. Ja, oh, erst. Weißt du noch? Maximal abgefuckt, weil das so ab... Der ist einfach scheiße. Ja, es lief so ab. Er liegt im Bett so nackig mit seiner Boxershort. Du kennst ja, wenn er ein Zimmer betritt. Ja. Der Zeitdruck. Ich sag Sidney, wir müssen dann und dann gehen. Und Sidney, ich brauche nur 2 Minuten. Und dann ist mir vom Gleis und oh. Auf jeden Fall, das ist wirklich so krass. Na gut, wir sind schon wieder ein bisschen abgedingstert, ne? Aber, Grady? Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, grüß noch jemanden. Ich grüße alle meine Freunde, besonders Marlon und Robby und meine Fußballmannschaft. Gefällt. Gefällt, grüß euch. Grüß noch. Ciao. Danke. Willi, gut gespielt gegen Duisburg. Ja, man, danke dir, sehr lieb. Mein Bauchnabel ist Wasser drin. Na Digga, der läuft hier gerade oberkörperfrei. Hast du ins Waschbecken gepullert? Nein, das wäre ehrenlos. Real talk. Wenn du das machst. Das ist wirklich kacke. Komm mal die Wampe.